Die 62. Amstettner Kulturwochen haben Unmögliches möglich gemacht. Erstmals traten die drei Jugendblasorchester der Musikvereine Ulmer Feldhaus Menning-Neufurt, Mauer Oehling und Amstetten zu einem gemeinsamen Konzert auf. Im Zuge der Jugendarbeit ist in den letzten Jahren die Idee geboren worden, dass wir unsere Kräfte sozusagen vereinen könnten und sollten und auch einmal gemeinsam statt nur einsam Konzerte zu spielen. Und was dabei herausgekommen ist, davon dürfen Sie sich heute überzeugen. Also ein großes Konzert mit über 70 Jungmusikern. Naja, es ist heute eine Premiere. Von allen drei Jugendblasorchestern unserer Musikkapellen wird heute das X-Latsch-Konzert gespielt. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich finde das auch sehr schön, dass alle gemeinsam musizieren, so alle drei gemeinsam. Ich finde das einfach ein schönes Zeichen für unsere Stadt. Ist sicher ein spannender Teil des Programms in den Kulturwochen. Und ich bin schon recht gespannt, weil wir waren voriges Jahr ja im Festsaal im Landesklinikum Mauer. Da hat das italienische Ensemble gespielt und das war sehr beeindruckend und bin schon gespannt, was uns heute erwartet. Aber nicht nur auf der Bühne sind die jungen Musiker eine Einheit. Dahinter steckt ein unermüdlicher Einsatz für das gemeinsame Musizieren. Wir leiten die Proben, sprich wir haben jeden Freitag Probe mit unseren kleinen Kindern. Wir machen Auftritte mit ihnen und ja, schauen nicht, dass wir uns für die Musik begeistern können. Ich bin noch nicht so lange dabei. Ich bin erst heuer, also den Monat dazugekommen. Und ja, es ist schon schwer. Wir haben das Jugendorchester jetzt mittlerweile ein Jahr und mittlerweile haben sie schon alle gut zusammengelebt und verstehen sich recht gut untereinander. Sicher am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile hat sich das gut eingespielt. Sie immer zusammenreißen, um zur Probe zu gehen? Ja. Ziemlich. Ja, man muss nämlich immer gemeinsam, also man muss immer kommen, sonst kann man bei den Vorführungen nicht auftreten und ja, eigentlich schon. Ja. Wir haben jetzt eigentlich das erste Mal im Sommer schon geprobt. Da haben wir sie zweimal im Sommer getroffen und dann mit September sind die intensiven Probenarbeiten losgegangen. Und wie gesagt, das Orchester hat sich super zusammengelebt. Wir sehen heute auf der Bühne und hören auf der Bühne heute 82 Jungmusikanten. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz ein toller Klangkörper, dem, was wir heute erleben werden. Ein Klangkörper, der bei den Amstettner Kulturwochen mit einem vielseitigen Programm mit zahlreichen Hits aus den verschiedensten Stilrichtungen dreistimmig imponiert hat. Ja, ist uns natürlich eine besondere Freude und Ehre, dass wir bei den Kulturwochen auftreten dürfen. Natürlich in diesem hervorragenden Rahmen in der Johann-Bölz-Halle ist für uns auch eine große Freude. Natürlich haben wir eigentlich auch nur Top-Lots, also mit 80 Musikanten und Musikantinnen kann man nur da spielen und da sind wir natürlich auch sehr froh und stolz, dass wir dieses Konzert heute gestalten dürfen. Wir wünschen uns noch viele weitere Konzertabende, dreistimmig mit dem X-Large Jugendblasorchester.